So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier und willkommen zu den letzten Parts von Let's Play Metroid Dread. Und ich starte vom Titelbildschirm aus, weil ich wollte euch zeigen, dass ich hatte voll Bock, das Spiel nochmal zu spielen, also so privat, weil man nicht einschlafen kann und so. Ich muss sagen, wenn man das Spiel einmal gespielt hat, geht es echt flüssig durch. Ich hatte im zweiten Spieldurchstand einen Tod bisher und das war auch nur, weil der Emmy direkt in der Tür war, der allererste Emmy. Und den hat man einfach nicht kommen sehen und dann war man instant tot. Ansonsten keine Tode, es ging durch wie Butter. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass man die Erfahrung hat, was schon kommt, dass man so ein bisschen Spielerfahrung hat. Oder weil das ganze Spiel doch tatsächlich, wenn man es nicht per OBS-Aufnahme bzw. per Elgato plus OBS-Aufnahme auf dem PC übertragen, sondern wenn man gleich die Switch in der Hand hält, direkt vor seiner Schnauze, ob es dann nicht vielleicht auch ein bisschen einfacher ist. Kann ich nicht genau sagen, könnte vielleicht möglich sein, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist jetzt auch nur eine Ausrede, warum ich so schlecht war. So, für uns geht's weiter im nächsten Gebiet. Also zwei Sachen haben wir jetzt erstmal kurz beiseite gelassen. Dazu sei gesagt, ich habe auch offscreen bin ich schon ins nächste Gebiet gelaufen. Also, dass man da jetzt nicht überrascht ist, dass wir an einer anderen Stelle starten. Den Weg habe ich euch erspart, plus die eine Ladezeit, die jetzt allerdings durch die Ladezeit, ersetzt wurde. Also von dem her hat das sich quasi dann auch erledigt von, ja. So, und das sieht auch auf dem kleinen Bildschirm viel, viel schöner aus und viel, viel HD-mäßiger als hier. Aber was willst du machen? So, also ich bin jetzt hier zu der Speicherstation gelatscht, ne, von Borenia darüber. Soweit liegt auch auf dem Weg erstmal nichts Relevantes. Hier unten wäre noch was. Ja, checken wir einmal das da unten. Dass wir das noch mitnehmen. Hier übrigens, dem Missile Container kommt man relativ früh. Ja, also auf dem anderen Spielstand habe ich den schon. Und man hätte hier einfach an der Stelle nach rechts gehen können, hochlaufen und nach links. Ja. Das sei dazu noch gesagt. So, jetzt ist die Frage, wie wir natürlich noch nach da unten kommen. Aber ich glaube, das war tatsächlich ein Dümpel. Ah. Ja. Der Boss, der sich unsichtbar macht, der hat übrigens auch, wenn man den richtig kontert, noch eine sehr, sehr schöne Animation. Ah ja. Speedboost. Gut, habe ich mir schon denken können, dass man sowas braucht. Lass mal kurz. Haha, in der Verwandlung. Tja, tut mir leid, Jungs. Hä? Oh! Ach so. Ja, gut. Das ist das kleinste Problem tatsächlich. Wenn man... Ich habe nach rechts gedrückt, ich schwöre. Naja. So, easy 10 Missiles. Aber fies, dass es natürlich so versteckt war. Ansonsten haben wir, glaube ich, in dem Gebiet schon recht viel geholt. Es fehlt nur noch hier die leuchtende Stelle. Der Missile Container und dann halt hier oben das Zeug. Und ich glaube, dann wären wir auch schon durch. Und das wäre ja ganz angenehm, weil das sieht nicht so schwer aus. Wir kommen da nicht mehr hoch. Aber so kommen wir rum. Ja, okay. Dann nehmen wir den ätzenden Umweg. Oh Gott. So. Unterwasserslide, beste. So, was wollt ihr? Was wollt ihr, Mann? Komm, ich hab's eilig. Ich will das. Also mindestens das Gebiet will ich in dem Part machen, wenn ich sogar schon noch das nächste. Man muss ja so ein Spiel nicht unnötig in die Länge ziehen. Zumal das ja jetzt echt nur noch gesammelt ist. So, also die Stelle, man hätte ganz easy nach oben gehen können. Ganz easy mit ein paar Walljumps da durch. Da wäre das viel gewesen, alles kein Ding und dann zack, die Belohnung, die Messercontainer. Hätte, Fahrradkette.
So, als nächstes, ja, gehen wir noch mal nach rechts. In die Emmy-Zone. Das ist ja süß, wenn der versucht hat, uns gerade noch zu schnappen. Aber daraus wird nichts mehr. Samus ist mittlerweile leider ein bisschen sehr viel zu stark. So. Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz... Ich weiß nicht, wie laut es ist. So. Ja. Also, hier ist ein Item. Na ja, gut. Checken wir mal kurz ab. Und... Aha. Oh, nee. Das sieht schon so richtig scheiße wieder aus. Hier. Ich muss gestehen, ich habe wirklich keinen Plan. Ich bin aufgeschmissen. Ich weiß es wirklich nicht. Sorry, aber ich habe keinen Plan. Ich weiß noch, hier oben, das war das mit den 10 Missiles, die wir mal ganz am Anfang haben liegen lassen müssen. Und was heißt ganz am Anfang? Also schon ein Weilchen her. Weil die noch in heißer... Ach komm. In heißer Lava waren. Haben wir hier drüben noch was? Ja, auch. Ja, okay, gehen wir erstmal nach rechts. So, da haben wir 207 Missiles insgesamt. Ich glaube, 250 oder 255 ist das Maximum. Wenn wir jetzt doch noch ein, zwei Zehner oder so da herkommen, dann easy. Aha. Na? Okay, ich hab's geahnt. Wie machen wir das hier denn? Also ich bin ehrlich, die Speed-Dinger, die machen mich fertig. Ich meine, man braucht hier auch... Na, ich habe mich vorhin noch so gefreut, wow, das werden voll easy Sachen. Scheiß. Ich hab bei den ganzen Speedboosts keine Ahnung. Hier wäre eine lange Strecke. 89% der Items haben wir da noch. 1, 2, 3, das sollten alle sein. Wie ist denn das, wenn wir... Okay, das geht... Okay. Okay. Wrong game. Sorry. Ich musste es von Twitch noch ein bisschen umstellen.
Obwohl, eigentlich ist es schon Bulletstorm. Ah. Mit dem Ball kann ich nicht warpen. Gibt es eigentlich ein Maximum? Dreimal. Boah. Ich meine, würde man den Speedboost so lange halten können, dann wär's okay. kann man aber nicht. Ich muss echt alles mit Speedboost liegen lassen. Ich bin aufgeschmissen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das waren tatsächlich auch die Sachen, die mich in den früheren Teilen immer rausgehauen. Nee, im Moment ist man Bombensprünge. Bombensprünge und vielleicht Speedboost, ich weiß nicht mehr. Aber wenn es um mehrere Bombensprünge ging, dann. Habe ich das Timing nie gecheckt. Space Hulk Deathwing. Ja, das Problem ist, also ich muss noch Bulletstorm durchspielen, wobei das dauert nicht so lange. Und ich muss das neue Pokémon spielen am 19. Deswegen muss ich jetzt noch schnell Metroid Dread durchspielen. Und dann, ja, ich muss mal das Game angucken, weil das sagt mir gar nichts. Aber jetzt als erstes als Priorität, ja gut, Bulletstorm hat nicht mal so eine Priorität, aber Pokémon. Wenn ich Schwert und Schild nicht gespielt habe, ich Ehrenloser. Aber Pokémon Pearl war einfach meine Lieblingsedition und wenn jetzt die Remakes rauskommen, da bin ich Feuer und Flamme. Warhammer 40k kann ich nur vom Sörenhagen hören sagen. Also gespielt habe ich einen Teil mal 2 Minuten lang oder so, aber sagt mir gar nichts. So, wo sind... Oh, achso, war eine normale Tür. So, 209 das heißt. Und dann sind es tatsächlich 2 Sachen, die ich liegen lassen muss, wegen Speed. Oh. Darunter ein Energy Tank, das ist bitter. Wave Shooter. Keine Ahnung, guck ich mal an. So, ZDR. Kataris gibt's noch. Kataris und Dairon gibt's noch mega viel zu. Aber wir wollten sowieso nach Dairon von hier unten, ne? Ja. Ja, wollten wir. Also nach rechts. Mit verschiedenen Klassen. Ich weiß nicht mal, was ein Wave Shooter ist eigentlich. Ja. Aber Klassen so RPG-technisch? Moment, was ist das denn? Hä? Ach lol. Okay. Abkürzung bringt mir nichts, aber schön sie gefunden zu haben. Oh, nicht so ein Vieh. Oh, nicht so ein Vieh. Hey, die haben sich hier aber bequem gemacht. So, bin ich überhaupt noch richtig? Oh. Nein, bin ich nicht. Attack. So gut.